Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Hose halten. Ist nicht von mir, ist aber gut und beschreibt außerdem wunderbar unser heutiges Thema, das Übergewicht. Übergewicht ist für Hämophile ungefähr das, was Eltern für Hauspartys sind. Oder was Senf für Ketchup ist. Richtig. Unnötig und sogar total störend. Aber wie verbreitet ist denn Übergewicht überhaupt bei Menschen mit Hämophilie? Genau diese Frage haben sich mehrere Forscher aus der ganzen Welt gestellt, unter anderem auch die Frau Dr. Marquardt aus dem Hämophiliezentrum Bonn. Und deshalb diese Studie hier durchgeführt. Die Wissenschaftler haben zunächst eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und dabei über 470 Artikel gefunden, die in den letzten 15 Jahren das Thema Hämophilie und Übergewicht behandelt haben. Nach gründlicher Recherche und vielen, vielen Lesestunden später sind dann noch 28 Studien übrig geblieben und in der Meta-Analyse verwendet worden. Gleich vorweg, die Mehrheit dieser Studien konnte zeigen, dass Menschen mit Hämophilie nicht häufiger übergewichtig sind als Menschen ohne Hämophilie, sondern ungefähr gleich häufig. Was allerdings nicht unbedingt Grund zur Freude ist, bedenkt man, wie häufig nicht Hämophile übergewichtig sind. Naja, die beobachteten Übergewichtshäufigkeiten reichen dabei von 15% in den Niederlanden bis 68% in den USA. Und wenn wir nun alle Daten zusammennehmen und nach Alter unterteilen, dann sehen wir, dass Erwachsene häufiger von Übergewicht betroffen sind als Kinder und Jugendliche. Während etwa jeder vierte Heranwachsende zu schwer durchs Leben wandelt, sind es bei den Erwachsenen bereits mehr als 2 von 5. Sehr interessant ist auch noch das Ergebnis, dass es in Nordamerika weniger übergewichtige Erwachsene mit Hämophilie gibt als in Europa. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es andersherum. Hier leben in Nordamerika mehr übergewichtige Kinder als in Europa. Besonders alarmierend ist jedoch das Ergebnis, dass die Zahl der übergewichtigen Hämophilen zunimmt. Waren in den Jahren 2007 bis 2011 nicht ganz 2 von 5 der erwachsenen Hämophilen übergewichtig, so zählt im Zeitraum 2012 bis 2016 fast schon jeder zweite zu den Übergewichtigen. Bei den Kindern und Jugendlichen war es am Anfang nur jeder vierte und nun schon mehr als jeder dritte. Um es mit den Worten einer bekannten Bücher- und TV-Serie zu sagen, Overweight is coming. Fassen wir die Ergebnisse dieser Literaturrecherche einmal zusammen. Heute, im Jahr 2018, geht man davon aus, dass insgesamt etwa 31% der Hämophilen übergewichtig sind, also fast jeder Dritte. Und besonders alarmierend ist es, dass die Zahl der Übergewichtigen scheinbar immer noch zunimmt. Aber traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Denn Übergewicht nur über den Body Mass Index zu erfassen, so wie es in den vorliegenden Studien der Fall war, ist nicht ganz unproblematisch. Immerhin wird beim Body Mass Index nicht zwischen Fettmasse und fettfreier Masse, also unter anderem Muskulatur, unterschieden. Der aktuell stärkste Mann der Welt, Hafthor Björnsson, wiegt über 180 Kilo, also in seiner Diätphase, versteht sich, hat somit einen Body Mass Index von über 42 und gilt damit als extrem fettleibig. Das sollte dem aber nicht sagen. Da wir aber wohl davon ausgehen können, dass die meisten Hämophilen keine muskelbepackten Kraftsportler sind, wird das Ergebnis der hier vorgestellten Literaturrecherche zumindest im Kern wohl schon stimmen. Allerdings wäre das Ergebnis nicht so schlimm, wenn die Auswirkungen von Übergewicht nicht so gravierend wären. Denn nicht nur müssen sich übergewichtige Hämophile mehr spritzen als normalgewichtige, nein, auch das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöht sich. Koronare Herzkrankheiten, Diabetes mellitus Typ 2, Gelenkerkrankungen, Gicht, bestimmte Krebsarten und psychische Erkrankungen wie Depression können die Folge von zu viel Fett sein, insbesondere von zu viel Bauchfett.
Und dabei hat man die beiden Hauptübeltäter schon lange identifiziert, die zu Übergewicht führen. Betty Bewegungsmangel und Freddy Fressen heißen die beiden Schufte und befinden sich aktuell immer noch auf freiem Fuß. Da stellt sich uns natürlich die Frage, was kann man denn tun, um sich vor den beiden zu schützen? 4 Antworten. Zunächst einmal sollte man prinzipiell eine überhöhte Nahrungsenergiezufuhr vermeiden. Also nur so viel essen, wie euer Körper auch tatsächlich verbraucht. Zweitens, wir bleiben beim Essen, auf euren Tellern sollten wenig Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren sein. Diese kommen vor allem in fettreichen Milchprodukten, fettem Fleisch, Wurst und anderen Fleischprodukten, aber auch in Süßwaren, Knabberartikeln sowie Fertigprodukten vor. Drittens, und immer noch beim Essen, wenig Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, denn die treiben den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe. Dazu zählen zum Beispiel Traubenzucker, Weißbrot, Cornflakes oder auch Pommes. Wenn ihr also nicht gerade an Unterzuckerung leidet, Finger weg. Viertens, und jetzt wird's sportlich, mindestens 3-mal pro Woche für jeweils 30 bis 45 Minuten ein Ausdauertraining betreiben, also zum Beispiel Joggen, Schwimmen oder auch Fahrradfahren. Lasst uns die wichtigsten Erkenntnisse doch noch einmal festhalten. Wir haben gesehen, dass bereits fast jeder dritte Hämophile übergewichtig ist, Tendenz steigend, dass Übergewicht kein Schönheitsproblem ist, sondern eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt, aber auch durch Bewegung und die richtige Ernährung in den Griff zu bekommen ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.